Oh, ich bin lieber der Fußmensch. Na, lecker. So, bitteschön. Danke. Ich kann ihn noch. Er klaut mir einfach meinen Fuß. Der ist noch nicht fertig, der Fuß. Egal. Den Kopf könnte man noch drauflegen. Liebe Zuschauer, bei Kev Gaming ist es alles ganz normal, ja? Also. So. Dabei, alle gucken zu, wie so ein Bein und ein Arm gegrillt wird und du so, du könntest ja doch den Kopf drauflegen. So ganz easy, mal so. Aber wieso sind die denn nicht frei? Kann doch nicht sein. Gibt's die überhaupt hier in der. Ich weiß, auf dem PC gab's das, aber hier irgendwie. Also auf dem PC gibt's die auf jeden Fall. Ja, das weiß ich, aber da gab's die so, normal in deinem Baumenü. Ja, genau. Die kamen nach dem SOS-Zeichen. Ja, aber hier habe ich die noch nie gefunden. Ich glaube, euer Geisteszustand muss da niedrig sein, um das zu kriegen. Also ein bisschen metzeln sozusagen. Ja, oder wie ihr macht gerade, Leute essen. Bin ich der Einzige, der normal ist? Oh, ich bin infiziert. Wir sind voll mit Mutantenhaut und essen Arme und Beine. Wie abgefuckt kannst du denn bitte noch werden, dass unser Geisteszustand sich ändern muss? Ja, wo ist denn, wo liegt denn der Geisteszustand? Nach einem Bein und ein bisschen Gemetzel. Bei 93 ist jetzt nicht wirklich wenig, ne? Naja. Bisschen gemetzelt, wir metzeln ja nur schon seit einigen Folgen, also. Ja, ich meine jetzt mit Gemetzel die auseinanderstückeln, glaube ich. Dann nimmt das, glaube ich, richtig rapide ab. Lass mir die Totems von denen weghauen. Die stellen die auch immer wieder auf, hä? Ja. Da ist auch noch eins. Ich finde es auch irgendwie schade, dass man deren Dorf nicht auch einfach zerstören kann. Dass man nicht einfach hier drüben einfach hingehen kann und sagen kann, weg. Keine mehr. So, liegen da oben noch Baumstämme? Mittlerweile wieder. Ja, jetzt irgendwie noch eine Dynamitstange zu schmeißen, so lohnt sich jetzt gar nicht mehr, ne? Nee, bin gerade dran. Wohin hast denn du geschmissen? Fällt gar nicht. Nur hier oben, einfach so blind rein in die Wälder. Wenn die zum Beispiel fallen lässt und du wegrennst, dann fallen die dir hinterher. Ich bin nicht weggerannt, ich habe die einfach wegfallen lassen. Ich habe die einfach weit nach vorne geworfen. Hm. Mal links, mal rechts, also die Linie hinten überall verstreut. Ich habe einfach mal ein paar Wägen gebaut. Ja, ist voll.
Kommt wieder irgendwas. Hab auch irgendwas schreien. Nur. Ja, weil wir da mittlerweile die Bäume weghauen, wo die wahrscheinlich auch mal drin sitzen. Toll. Ich habe hier noch einen gestellt. Da ist wieder irgendwo was Großes unterwegs. Ich glaube, ich hatte irgendwie nochmal 3 Stück nachgebaut oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Baumstämme, diese Zahl bei den Baumstämmen wird gar nicht weniger. Es sind ja nur noch 413 jetzt. 2x60 mehr. Ja, und jetzt darf man ja die Decke vom Haus nicht mitzählen, ne? Waren auch nochmal knapp 80 Stück, glaube ich, ne? Kann sein. Wo ist eigentlich dieses Tor drin, was du da reingemacht hast? Ich habe 2 Tore gesetzt. Warte mal. Ja, aber unter welchem Punkt sind die denn? Ach so, die sind da gar nicht. Du setzt die Mauer und dann kannst du, wenn du dich da vorstellst, mit der R1-Taste. Also wenn du dich jetzt hier vorstellst, kannst du die mit der R1-Taste, kannst du da Tore reinzeichnen. Ah, okay. Im Prinzip wie bei den Hauswänden mit dem Fenster zum Beispiel. Ah, okay. Genau. Na, und hier ist jetzt, also hier ist zum Beispiel, hier habe ich ein Doppeltor eingebaut. Das ist nur noch nicht fertig. Noch nicht ganz. Oh, Mann. Langsam bin ich wirklich bereit für Feierabend. Ja, machen wir auch gleich. Ich auch. Oh. Ja, die eine Folge tatsächlich nicht machen wollte, wie wollte die nicht speichern, deswegen hat er sie auch nicht genommen. Das heißt? Die gibt es nicht. Quasi die letzte Folge. Die war 4 Sekunden alt, laut dem Speicherpunkt. Aua. Weil der wieder so eigentlich kaum nicht weiß setzen wollte, diesen Videoclip speichern, musste ich es halt nochmal machen und dann war es halt nur 4 Sekunden. Das ist der Nachteil. Ach so, ja, weil wenn du einmal das Share-Dings drückst, dann ist das praktisch beendet. Ja. Oh, hier ist ein Wagen umgefallen und den kriegt man nicht raus. Das ist genug unterwegs, egal. Ja, der ist so voller Baumstämme, ist das blöde. Aber die Baumstämme kriegt man auf jeden Fall aus dem Wagen raus. Ich werde jetzt hier mal umbauen. Das ist doch gut. Überhaupt nicht. Müde. Ich höre schon wieder kleine Gegner. Ja. Aber ich finde, wir sind schon ganz schön ein Stück gekommen mit dem Zaun. Ja, mittlerweile sind wir nur bei 300 und. Dann brauchen wir uns zukünftig eigentlich nur noch, wenn ein Angriff ist, hier hinter der Mauer irgendwie. Weil dann können sie ja nur noch an einem Punkt durchkommen. Thank you.
dieses Tor, kann man das eigentlich dann auch so abschließen? Bestimmt. Nee, aber das können die nicht aufmachen. Okay. Ja, ich höre Gegner. Ich jetzt nicht wie bei den Türen jetzt. Da ist das Tor fertig. Ach, da ist wieder was Großes. Ja, ich sehe es. Muss mal eben hier was essen, was trinken und dann. Wollte er den noch platt machen oder? Das hab ich ja gewollt, dass er in die Falle rennt. Ha! Der nächste. Sofort tot. Ja, diese Fallen, die da unten klatschen, die sind in der Hinsicht echt super. Oh, da ist ein Renner. Oh, und der war schnell unterwegs. Hoho. Der erste Mutant ist tot. Oh, ich bin umgerannt. Kommt ja nicht hoch, ne? Doch, der kommt doch hoch. Ups. Ja. Wo ist er? Wo ist denn der jetzt? Sie haben mich gerade ziemlich lieb. Stirb! Stirb! Jetzt müsste er doch tot sein, oder? Ja. Ja. So. Machen wir jetzt noch bis halb und dann machen wir wirklich Feierabend. Schnauze voll. Kommt ja doch noch bald Formel 1, da kannst du noch ein bisschen wach bleiben. Ich verwehre, aber trotzdem. Ich gehe jetzt wahrscheinlich noch pennen. Ich guck jetzt das Qualifying. Achtung, ich habe ja die beiden Fallen wieder aufgestellt. Ja. Sind aber wieder irgendwas unterwegs. Ich stell da mal zwei Lampen vor. Mhm. Dass man die sieht, dass man da nicht reinrennt. Es wird wieder kalt. Das war eine fette Action hier gerade. Ja. Wärst du mir mal nicht hinterhergerannt, würdest du noch leben hier. So. Wieso kann ich mich jetzt. So. War nett. Also da, wo jetzt die Lampen stehen, da sind die Auslöser. Okay. Ungerganger. Ja. Bisschen Voodoo hier beim Leiche verbrennen. Bis der mal mit der Axt aufgeholt hat, ne? Das dauert echt mal ewig. Ja. Nochmal schön die auf den Baumstumpf platziert. So. Zack. Und der nächste in die Falle. Ich liebe diese Dinger. Warte mal,
mal, ich zerstückel die noch, dann kann man noch ein bisschen was von essen. Hilfe. Ich bring da mal weg, die Beine. Ja, ich leg jetzt die. Ach komm, ich häng die mal zum Trocknen auf. Nicht jetzt. Ist auch mal schön. So, ich zack die auch gerade mal hier so ein bisschen. Doch hübsch aus. Kann man deren Köpfe auch aufhängen? Bist du wieder Feuer und Flamme, hä? Ich bin so richtig heiß auf diese Folge. Was kann man aufhängen, Entschuldigung? Die Köpfe, Köpfe von denen. Den... Die Köpfe kannst du auch aufhängen, ja. Ich halte es mal richtig an, so. So? Ich mach das Feuer so. Ich mach das Feuer mal so richtig an. Nahfeuer? Wie wär's? Dann noch einen Kopf, bitteschön. Schön essen. Ja, lecker, lecker. Mmh. Ungadanna, Ungadanna, Ungadanna. Mmh. Lecker Mutantenfleisch. Ja, so ein Zeh. Aber mit dem großen zuerst anfangen. Ja, mit den Zehennägeln kannst du doch so die Fleischreste aus der Zehe holen. Ja, ja. Schön mit dem großen, der ist doch schön hart. Aber geistige Gesundheit ist auf 88 schon runter. Yeah. Ja, das sagt viel aus, wenn es bei 88 ist. Ja. Was hast du jetzt gesagt? Wann ist denn der Kopf durch? Ich will ihn essen. Ich weiß gar nicht, ob man den Kopf essen kann. Grillen kann man ihn auf jeden Fall. Hm. Ich spanne mal hier die Falle wieder auf. Man hätte noch ein paar von den Fallen dazwischen setzen müssen, hätte man ein paar Baumstämme gespart. Ja. So. Könnt ihr hier vorne noch irgendwie. Soll ich hier vorne noch irgendwie ein, zwei Fallen mit reinsetzen? Ja, klar. Warte mal, wir sind noch zwei andere. Wir haben ein bisschen, was wir so drei, vier verschiedene haben. Der Kopf ist fertig. Oh ja. Ach, ich hab die Fidschis. Ich kann sie jetzt bauen, die Totems. Ja? Ja. Ich hau jetzt hier nochmal eine von den Fallen rein. Okay. Und wo sind die dann nach einem SOS oder was? Ja, genau. Also na, bei 88, ja. Also ich war jetzt bei 88, ja. Entschuldigung. Warte, warte, warte hier, guck mal. Guck mal hier, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Ich kann zaubern, die Tanz der Keule. Guck mal hier. In der Hand hier. Wo wollen wir das denn hinstellen? Hier direkt an den Eingang hier vorne? Ja. Komm, dann hau ich da jetzt schon mal die Arme und die Beine dran. Hast du noch welche? Ich hole die gerade aus dem Trockenständer. Da kann man auch den Rumpf und den Kopf dran knallen. Na, okay. Ja. Fürs nächste Mal. Also jetzt hier an das Tote meine ich, ne? Mhm. So. Machen wir hier mal die Hände zum Himmel, oder?
Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Soll da auch ein bisschen schön aussehen, oder? Und kein bisschen Wasser mehr hier drin. Ach komm, die Beine hauen wir direkt so mit hinterher. Das ist doch wunderschön. Aus irgendeinem Grund kann ich. Damit es schön ist. Mach es doch nicht direkt kaputt. Ich wollte es nicht kaputt machen, ich wollte es einfach nur anmachen. Danach ist es kaputt. Wird das jetzt hier die neue Gebetsstätte? Mhm. Uah. Ich mache gleich ein SMS-Zeichen, ey. Mach ein Rauchzeichen. So. Die werden genommen und verrückt. Nochmal speichern, oder? Ja, dann machen wir Feierabend. Ja. Wir haben jetzt über der magischen Marke von 20 Minuten. Jetzt dürftest du erstmal genug Content haben. Ja, also 7 Folgen haben wir jetzt gerade gemacht. Ja, läuft doch. Naja, 8 eigentlich. Ja. Ich habe auch immer gespeichert. Ja, sicher, bevor das Spiel irgendwie abkackt oder so. Gut. Jetzt sitze ich auf meinem Knochenstuhl und freue mich. Du hast den fertig gebaut? Ja. Ich habe den da vorhin hingestellt, irgendwie mal vor. Hau ab, Carlos.